So, bin heute nochmal in Timber Gold Trails und habe als Waffen mit den Parker Python, den 60 Pfund gebauten Bogen und den Pulsar, den 70 Pfund und bin dann zurück bei der ersten Sichtung. Oh, ich habe die ersten Schritte. Muss der Wolf sein? Das ist doch schon der Bock. Ach, da kommt der Bock, glaube auch wieder ein schönes Tier, 27 Meter. 210 bis 205er. Also da wird sich so im 180er Bereich. Und sobald der steht. So, auch down. Und bin dann zurück in der nächsten Sichtung. Haben wir am nächsten Wolf. Da kommt da, traut er sich mal an. Bleibt der stehen, aber jetzt kommt. Auch down. Wir warten mal ab, ob das eine Gruppe ist. Ich höre Spuren oder Schritte. Das ist der nächste Bock. Wir warten mal noch einen kleinen Augenblick ab. So, ich werde mal runtergehen, mal die Sachen aufnehmen. Was haben wir denn hier? 102 Kilo, dann Schädel, erster Halswirbel, zweiter Halswirbel, 180er Score, schönes Tier auf alle Fälle. Oh, ist der Profi-Shot. Oh, die nächsten Schritte. Da zieht der nächste Wolf rein. Und auch down. War das eine Zweiergruppe? Oh, es kommt wieder einer reingelaufen, das ist eine ganze Gruppe. Komm, stehen. Kannst du nicht schießen. Da ist noch einer. Auch weg. Wir werden erstmal die unten aufnehmen und dann bin ich wieder zurück.
So, ich werde jetzt erstmal aufnehmen, die Läufer. Den Bock. So, was haben wir denn da? 46 Kilo, dann Schädel, Schulterblatt, Herz, Lunge, 14 aus Pro. Oh, ist ein Profi-Shot. Da kommt auch schon der nächste Wolf reingelaufen. Der ist auch schon weggelaufen. Komm ich rüber. So, hier liegt der Bock, 74 Kilo, 103 aus Ruhe. Schulterblatt, Herz, brauchen wir keinen Trophy-Shot machen. Und da liegt der nächste Wolf. Na komm. So, 48 Kilo, 14 aus Ruhe, Schulterblatt, rechte Lunge, Herz, linke Lunge. Brauchen wir auch keinen Trophy-Shot, ist auch zu niedrig vom Score her. Oh, dann mein nächsten Wolf. Aufbauen. Ja, warten wir mal etwas ab. Ob sich noch was tut. Aber wir haben mal nächsten. Mal gucken, ob der reinkommt. Ist nämlich ziemlich stark, zumindest 45 bis 75 Kilo und 14 bis 17 aus Go. 48 Meter. Mal schauen, ob ich den gleich mit dem Boot noch mische. Müsste aber auch getroffen sein. So, da sind die nächsten Schritte. Wieder so ein Dunkler. Gelaufen hast. Ich glaube, ja, da ist er gelaufen. Okay. Ich gehe jetzt erstmal runter und werde aufnehmen und danach kontrollieren, was der eine hat. So, 62 Kilo hat der eine, ein 15,5 aus großen, schönes Tier. Da kann man ruhig mal Trophy-Shot machen. Schulterblatt, linke Lunge, Herz dabei. Der Trophy-Shot. Ja, 15,5er. So, dann nehmen wir den gleich hier auf. So, was hat er? 62 Kilo Schädel, Schulterblatt. Linke Lunge, Leber, der hat sogar ein 15,7er Score, sagen wir. Was war Trophy-Shot? Der 15,7er. Auch eine ganz andere Fellfarbe. Oh, da haben wir den nächsten. Auch wieder bis 17er Score. So, mal eben den aufnehmen hier. Was haben wir denn da? 41 Kilo Wirbelsäule schon. Schulterblatt, Leber, 14 aus Ruhe. Warum wir keinen Profi-Shot machen?
vielleicht. So, da haben wir dann hier, ne? Das ist ja der eine eingeweihte. Den lassen wir erstmal ablegen. So, da kommt der nächste. So, der eine war sogar nur mehr Herztreffer. Den lassen wir erstmal ablegen. Dann nehmen wir so. Ich versuche erstmal den Eingeweihtetreffer aufzunehmen. So, und bin dann zurück, wenn ich ihn aufgenommen habe. So, da war sie abgelegt. Die Frage ist, müssten normalerweise ein Schwerer gewesen sein. Aber auch nur 15 Dreier Score. Machen wir trotzdem mal einen Trophy-Shot. Das hat Trophy-Shot. Das war mein 100. Oh, und hier liegt der Lunge Herztreffer. Mal schauen. 56 Kilo, auch wieder 15 Dreier Score. Können wir auch mal einen Trophy-Shot machen? Oh, ist jetzt der Trophy-Shot. Oh, hier müsste der Schwere liegen, wo ich vor uns keinen Anschluss gefunden habe. Das muss auch nur ein Herztreffer gewesen sein. Ja, 60 Kilo, aber auch wieder 15, 6er, da können wir trotzdem mal einen Trophy-Shot machen. Schulterblatt, rechte Lunge. Oh, ist das ein Trophy-Shot? So, unser Blatt mal. Warte mal, ohne das hier sonst raus. Oh. Schwerer Schütte. Oh, da hinten kommt der erste Wolf reingezogen. Was haben wir da denn weit? Ja, noch weg. Wo ist der nächste? Was ist da? Den habe ich auch nicht. Wir warten mal nach. Oh, da haben wir am nächsten. Oh, bis 85 Kilo sogar das Mann. Noch 17 mal so. Müsste auch down sein. Ist er?
Mal gucken, ob sich noch mehr blicken lässt. Die Watermanner etwas ab. Oder hinten haben wir am nächsten. Was hat denn der? Das könnte weiblich sein, ne? Bis 60 Kilo. Mal einen Schuss. Da kommt der nächste. Ist verdeckt. Jetzt auch da. Ich warte mal noch etwas ab. Auch da. So, mal nachbacken hier. Oh, das sind die nächsten Schritte. Da ist er. Da kommt auch da. Wir warten mal etwas ab. Gute Ecke, glaube ich. Oh, hier hat der nächste Schritte. Komm da mal. Da bist 55 Kilo weiblich. Auch da. So, ich werde mal beginnen hier aufzunehmen. Ja, jede Menge jetzt um. Ja. Fangen wir mal mit dem gleich an. Geht nicht. Fangen wir mal am nächsten Korb. Jetzt backt irgendwas, ja, keine Ahnung. So, fangen wir mit dem an, dann 45 Kilo Schulterblatt Herz. 14er Score, da brauchen wir keinen Trophy Shot machen. Was haben wir denn? So, jetzt nehmen wir den mal auf. Dass es besser geht, jetzt geht's besser. 66 wieder 15, 6 aus Go, rechte Lunge, Leber. Ja, brauchen wir auch keinen Trophy-Shot machen. Haben wir hier drüben. Den nächsten. Dann auch wieder 51 Go. Nee. Männlich, Wirbelsäule von Schulterblatt, linke Lunge.
15 ausgehoben, mach mal keinen Profi-Shop. Bei so vielen jetzt. Oh, hier haben wir auch noch zwei liegen. So, 46 weiblich, Kilo, Wirbelsäule vorne, Schulterblatt, linke Lunge. Oh, wird da 14 aus Rohr. Bauen wir auch. Das machen wir jetzt mal schnell weg. Hier muss auch noch ein. So, 42 Kilo wieder weiblich, dann Schädel, zweiter Hals, 14, 7 aus Rohr. Gibt nicht, keine Ahnung. Später nochmal probieren. Oh, der nächste Schritt. Also, der los heute. Mal abwarten, ob da noch mehr kommt. So, ich werde mal runtergehen, nochmal aufnehmen. Mal gucken, ob der jetzt. Das war der zuletzt geschossene, 55 Kilo männlich, dann Schädel, zweiter Hals, Wirbel, Schulterblatt, 15, 3 aus Go. Brauchen wir auch keinen Trophy-Shot. So, jetzt versuche ich den nochmal. Keine Ahnung, der lässt sich nicht öffnen. Oh, den nächsten Schritt. Auch wieder weiblich bis 65 Kilo. Oh, jetzt. Den nächsten Mal versuchen wir es hier aufzunehmen. 42 Kilo weiblich in Wirbelsäule. Vorne Schulterblatt und Leber 14 oder brauchen wir auch keinen Trophy-Shot machen. Ist den hier. 45 Kilo auch wieder weiblich, 15 aus Rohr. So, wir versuchen jetzt mal die beiden noch aufzunehmen. Und den da. Tut sich nichts. Da haben wir noch mehr rumliegen hier. Den ist abgebaut. Ja, okay. Genau was rum. So, und ich bin dann zurück bei der nächsten Sichtung. So, wir haben da einen ersten weiblichen Maultürsch. 35 Meter, wir warten mal noch etwas ab.
Weit ist er? 27. Da kommt auch noch mal weiblich. Sind am meisten kleinere Raccoon. Mal so, ja, gut. So, dann kommen wir nach. Wo das nächste Kuh Gruppe. Normalerweise hat er auch einen Bock gekommen. Aber der andere hat das gemerkt. Wie auch immer. Aber der eine ist da unten. Wir kommen mal nach. Ah, das könnte der Bulle, der Bock gewesen sein. Der könnte jetzt auch nicht sein. Ah, genau, das ist der Bock. Dann ist die Sichtung. 50 bis 75 Kilo, was haben wir denn jetzt? Genau 30 Meter. Da haben wir warten mal noch etwas. Muss auch da sein, ja. Geht auch ineinander. So, wir warten mal noch etwas ab und ich bin dann zurück bei der nächsten Sichtung oder wenn ich aufnehme. Oh, ich werde mal beginnen aufzunehmen, dann am nächsten Tag. Irgendwo. Das passt sogar. Das könnte der gewesen sein von gerade eben. Aber ich nehme mal schnell auf hier. So, 55 Kilo, dann rechte Lunge, Herz davon. Dann haben wir den. 62 Kilo Schädel, Schulterblatt, rechte Lunge, Herz. So, 68 Kilo Schulterblatt, rechte Lunge, linke Lunge. So, das könnte eine Bockfleisch gewesen sein von vorhin. Aber wir warten ab, was vielleicht die Sichtung bringt.
Oh, das hört sich nach Wolf an. Wasser. Da ist er aber weggelaufen. So, da zieht der nächste Bock rein. 105 Kilo, 85 bis 105 Kilo. Und 135 bis 230er Score. Das ist einfach alles ein schönes, starkes Tier. Geh mal runter, in der Hocke. Dann warten wir mal. Also auf 30, 20 bis 30 Meter sind, dann werde ich mir versuchen zu schießen. Da ist ein Wapiti-Bulle wieder. Wir haben auch wieder einen. Ist der weggerannt? Wie kann der weggehen? Normalerweise auch gezeichnet, gut gezeichnet sogar. Junge, jetzt muss das sein, aber gleich mal sehen. Und da habe ich auch schon das Ichtung. So, was hat er denn? Bis 490er Score, schönes starkes Tier von. So, ich beginne das mal aufzunehmen, fangen wir dann den Wapiti an. Mal gucken. Das sieht auf alle Fälle schon mal ziemlich prächtig aus. So, was hat denn der? 334 Kilo, 334 aus groß, auf alle Fälle sehr schön. Schönes Tier, Schulterblatt, linke Lunge, Herz. Mal ein Trophy-Shot. Oh, ist noch Trophy-Shot.
Jetzt gehen wir hier rüber. Das ist wieder abgesprungen. So, hier haben wir das 60 Kilo linke Lunge Herztreffer. Moldehirsch, weiblich. Dann, achso, ist der Anschuss. Jetzt gucken wir uns mal den Bock hier an. Der ist auch nicht so schlecht, 103 Kilo. 143er Score. Schön ist die Abfallaufnahme. Jetzt. Also, ist doch doch wie Schott. Wo war der Wolf? Da ist er. Da steht er. Ah, ne. Alles sehr gut. Steht's gut. Oh, hier haben wir den nächsten Bock. Ah, der ist nicht so prächtig. 135 bis 230. Oh, wenn das nächste Mal steht. Normal. Okay. So, hier hat sich der Lunge Herztreffer Maultür Kuh abgelegt. So 70 Kilo Schulterblatt linke Lunge. Warte mal. So, hier hat sich der Bock abgelegt. So, mit 103 Kilo und linke Lunge. Und was hat er jetzt? 151 aus der. Wir machen mal einen Trophy Shot. Komm. Oh, was ist jetzt da? Trophy Shot. So, hier von unten hat sich der letztgeschossene, oh Gott, genau, Grauwolf abgelegt mit dem Neuspurfall. So, was haben wir denn? 50 Kilo, 15 aus Bohr auch nochmal. Ganz nett. Angeweihtreffer und wir machen mal zum letzten Mal einen Tropf. Oh, was ist der Tropf? Ich schaut jetzt. Ich denke, das ist gut.